20 Jahre nach dem Mauerfall ist der Trabant so gefragt wie nie im wiedervereinigten Deutschland. Touristen aus aller Welt klemmen sich bei der Trabi-Safari in Berlin sogar selbst hinter das Steuer der sozialistischen Kultpappe, um mit dem Zweitakter die Hauptstadt zu erkunden. Die meisten wollen natürlich zum einen eine ganz normale Stadtrundfahrt haben, wenn sie eine Trabi-Safari buchen. Und dann ist der weitere Aspekt bei den Touristen, eine Trabi-Safari zu machen, einmal mit einem Trabanten zu fahren. 80 dieser in Zwickau hergestellten Automobile warten in Berlin auf ihre Fahrer. Cabriolets, Standard-Trabanten der Serie 601, ein Polizeitrabi, den es so allerdings zu Ostzeiten nie gab, oder eine Stretch-Limousine können die Touristen anmieten. Die meisten Personen, die wollen halt diese Autos fahren, da sie einfach mal diese rudimentäre Autotechnik erkunden wollen. Also das ist ja wirklich Minimalausstattung, die sie hier haben. So Auto in seiner reinsten Form. Zu dieser rudimentären Autotechnik gehört die Viergang-Revolver-Handschaltung ebenso wie der 26 PS starke Motor, der das Symbol des sozialistischen Wohlstandes auf maximal 100 Stundenkilometer beschleunigt. Doch um Geschwindigkeit geht es bei der geführten Entdeckung Berlins natürlich nicht. Auf zwei Touren führt die Fahrt im Konvoi vorbei an den weltbekannten Sehenswürdigkeiten. Dazu gehören die Mauer, das Holocaust-Mahnmal, das Brandenburger Tor, der Reichstag und Checkpoint Charlie. Unfälle passieren fast nie, dennoch müssen die Trabis immer wieder repariert werden. Selbst 20 Jahre nach dem Mauerfall mangelt es allerdings nicht an Ersatzteilen. In der Mangelwirtschaft hat jeder gehamstert und davor profitieren wir heute noch. In vielen Kellern existieren noch so viele Trabi-Teile von Leuten, die schon gar 10 Jahre lang keinen Trabi mehr haben. Und auch Ungarn stellt noch Ersatzteile her. Wer im Trabi Cabriolet durch Berlin unterwegs ist, ist sich der Blicke der Passanten sicher und bekommt selbst einen schönen Eindruck von der einst geteilten Stadt. Rund 60 Minuten dauert die Fahrt und ist die Tour vorbei, bekommt der Touri noch einen Trabi-Führerschein überreicht. Natürlich ganz im Stil der Deutschen Demokratischen Republik.